Hallo YouTube, hier ist der Lukas bei German Skill Tutorial und wir sehen hier Call of Duty Modern Warfare 2 in-game, AltiVNet, sieht man in der Versionsnummer. Und ja, ich heiße XX Juggernaut XX. Anspielung auf, also den Namen habe ich aus dem zweiten Kommentatoren-Stammtisch und ich habe gedacht, ich mache hier meinen Live-Commentary und ich fange mal an. Und fangen wir an, Free for All, Team Deathmatch, Free for All. Fangen wir mit Free for All an, gucken mal, ob wir hier was finden. Ist ja nicht zu 100% immer der Fall im Lobby-System, dass es so schnell geht. Notfalls suchen wir uns einen Server. Allerdings, wenn ich auf einen Server gehe, werde ich nicht Free-for-All spielen. Oh, Matched Player. Sieht doch gut aus. So, noch zwei Matched Players, yay. Muss gerade mal gucken, ob meine Klassen irgendwie... meine Noob-Q-Klasse habe ich, falls da Noob-Q oder sowas rumrennen. Assault. Nehme ich mal die Scar Age Silenced mit. Oh, Game Lobby Closed, schade. Mit Scavenger mit. Das dürfte ganz cool sein. Secondary Handguns Magnum FMJ. Ja. Könnte so funktionieren, ne? Machen wir nochmal. Versuchen wir es nochmal auf ein neues Free for All. Also zum einen hat man wahrscheinlich gerade gehört, wie ich Eistee getrunken habe. Wahrscheinlich hat man nicht gehört, dass ich Eistee getrunken habe, aber ich habe Eistee getrunken. Oh, Scrapyard. Und ich hoffe mal, im Hintergrund hört man nicht zu laut die Maschinen, die da draußen so am rumwerkeln sind, weil hier ist irgendwas gebaut. Wenn ich zu Hause hier wird irgendwas gebaut. Bin ich hier morgens früh gerade am Langweilen und hab mir gedacht, machst du doch mal ein Live-Commentary. The match is about to begin. Das ist schön. Geh los. Ich würde sagen, auf der Map. Könnte interessant werden mit Scavenger. Ich kann mich weder schnell bewegen, noch kann ich schnell nachladen. Das heißt, ich muss sehr, sehr defensiv spielen. Ich habe natürlich keine Claymore eingepackt. Na gut, was soll's. So, erstes Laden. Das ist jetzt, ich habe jetzt seit 2 Tagen wieder kein MW2 gespielt. Mal sehen, ob hier irgendwas wird. Mal generell in der letzten Zeit wenig. Oh, das ist leise. Hier links ist einer, das haben wir ja gerade gesehen. Da rechts auch einer. Wow. 50 FPS spielen ist echt interessant. Oha. Oha. Maus-sensitiv ist viel zu hoch. Wenn ich jetzt hier ändere, kommt bestimmt der Client-Befehl überlauf. Hupt du da draußen mal rum. Oh, die Maus-Sensitiv ist aber viel zu hoch. Ich hab's nur Marien, das Game wird nix. Der AFK. Ich stehe jetzt wahrscheinlich relativ im Gespräch. Ja. Weil, jetzt hört man nicht viel. Es ist schwer, sich zu konzentrieren, während man spricht. Wow, 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 wow. UMP. Man doch. Ja, mit 50 FPS ist das Spiel echt zum Kotzen zu spielen. Ich habe eigentlich überhaupt keine Free-for-All-Klasse. Außer vielleicht Scavenger. Das war es aber auch schon. Hm. Wird anscheinend mit Claymore gespielt. Und da knifet er mich ganz trocken knifet er mich. So, sorgen wir dafür, dass ich Scavenger Pro noch kriege. Wow, wow. YouTube or what? Xer. Headshot. Yay. Ehrlich, ich habe irgendwie Murin, das hat ziemlich viel. Ja, aufs Dach geht. Ist er nicht leid für ihn. Man schließt sich ja irgendwo ein Gegner und Konkurrent.
schade. Wie gesagt, Maussensitivität ist gerade viel zu hoch für mich. Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, mit einer geringeren Maussensitivität zu spielen und mein Mauspad mal ein bisschen auszunutzen. Wow. Wow, wow, wow. Geschützt. Das ist natürlich weniger toll. Das heißt, da müssen wir irgendwie hinten rumrollen. Okay. Spielt man mit Last Stand oder Grenade oder sowas? Oh, Area. Da ist dann jetzt wenig Lust drauf. Da muss ich jetzt wohl meine Noob-U-Klasse auspacken. Ah, falsche Taste für die Maus. Ich habe die falsche Taste für Messer gedrückt. Das ist viel für andere als ein MW2. Weil ich ein MW2 ja nicht lehnen kann. Ich fand die Idee mit den Messern auf eh schon ziemlich cool immer. Ein COD4 macht das natürlich nicht, weil man da lehnen kann. Das ist um einiges praktischer, als dass man auf E messert. Weapon Switch, Quickscope, whatever, Trickshot 360. Hier ist keiner, okay. So. Gehen wir nochmal hier rein. Oh! Aha. Buggy. Achso. Ah. Wie mein Messer nicht getroffen hat, sein Messer nicht getroffen hat. Wieder eine Area. Ja. Luftschlag, wie auch immer. Na, Luftschlag war's, ne? Die UAV bringt euch jetzt wenig, meine Freunde. Bringt euch gerade echt wenig. Wow. Ha, M9 Power. So, da ist die auch leer, die UMP. Nehmen wir doch einfach die von dem Gegner. Wenn er sie ausgespielt. Ah, schade. Ah, wir finden nur noch 3 Kills. Was ist los? Was ist los? Gegner, der ist hochgerannt. Okay. Da haben wir ihn doch. Hat der denn eine AK? Ich möchte auch wieder die AK haben. Ich bin gerade mal Level 60. Mir fehlen noch 10 Level. Hm, schade. Was soll's. So, haben wir dich auch. Trampeltier. Ich gebe euch einen Tipp. Nehmt Ninja mit. Wenn ein Gegner von euch ein halbwegs vernünftiges Headset hat, habt ihr sonst verloren. Machen wir noch eine Runde? Soll ich noch eine Runde machen? Ich habe noch eine Runde. Machen wir noch eine Runde. Weiter die Gegner hier ein bisschen klatschen. Ah, Eistee schon was Feines am frühen Morgen. Scar Age ASOC. Das Visier tue ich mir drauf. Oha, Vote Skip. Also auf die Map habe ich noch echt keine Lust. Ich könnte rein theoretisch mal das mit dem Red Dot fertig machen für die Scar Age, fällt mir gerade so ein. Oder auf, eher gesagt. Red Dot. Ja. So. Nur noch überlegen. So, Mouse Sensitivity. Controls, look. Ich möchte Konsole haben. Da kennt ihr meine Mouse Sensitivity auswendig. 1,2 ist eine eigentliche Mouse Sensitivity in COD momentan. Ich denke mal zumindest auch. Oh, schon wieder Scrapyard. Scrapyard again, yay! Wonderbra. Das ist doch toll. Immer wieder dieselbe Map spielen, so muss das. So, 114er Ping, 285er Ping, 9er Ping, ja gut, zu Hause, logisch. Du Scheiße. Naja, das kann was werden. Ah, ja, okay, jetzt ein bisschen zu langsam, aber hier ein bisschen zu lang und dafür kann ich mit den geringen FPS zielen, allzu hoch und ich ziele mehr vorbei als, keine Ahnung was. Ah, das scheint zu gehen. Da haben wir oben schon den ersten Camper. Hier höre ich doch ein, da ist er. So. Und der nächste ist tot. Wow. Puh. Oh, oh. Erst wirft er mir einen Semtex an den Kopf fast und dann hat er noch Martyr drin. Und Martyr, ich hasse es. Ignati 4.
So, haben wir das holographische Visor mal freigeschaltet. Das ist doch wunderschön. Ah, und da war noch einer im Flugzeug. Müssen wir jetzt eigentlich mal am linken, am Kopf kratzen, so links, da wo das Ohr ist in etwa. Weil wir müssen jetzt das Headset hier verschieben. Kennt ihr das, wenn das übertrieben am Ohr juckt oder irgendwo juckt generell, man sich da dann gerade nicht kratzen kann? Das ist echt mies. Hängt ja immer mehr zu jucken. Boah, wird bekloppt. Wird bekloppt. Bekloppt, bekloppt, bekloppt. Ja. Wie war das von Gronkh? Schwert bekloppt. Bekloppt. Ja, ja. Ich hoffe, da hat kein Copyright drauf. Zweifel ich allerdings ein bisschen, dass man sowas Copyright kriegen könnte überhaupt. Na gut, könnte man schon, wenn man es anmeldet, aber. Ihr wisst schon, was ich meine. Habe ich jetzt Scavenger Pro oder sind für 10.000 Sachen durchgelaufen, habe ich nicht gemerkt. Ja, warum habe ich volle Munition gerade von Anfang an gehabt? Ach, keine Ahnung. Ich hatte noch ein halbes Magazin, ist mir gerade aufgefallen, wo ich schon bin. Ohne UAV. Warum gefällt mir das eigentlich nie? Das reimt sich. Ist euch aufgefallen, dass ich jetzt nicht eine einzige Killstreak hatte? Ich habe keine einzige Killstreak eingesetzt. Oder ich hatte keine, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber. Keine Ahnung. Wenn ich keine hatte, sagst du nur ein Scheiße, spiele ich schlecht. Oh, nachladen. Und. Na, er will einer zu mir hochkommen. Das will ich aber nicht, dass er zu mir hochkommt. Ich habe nicht so gerne Gäste in COD. Wenn mir jetzt irgendjemand schreibt, ich campe, ich komme hier einfach nicht raus. Ich bin wieder gerade echt einfach nicht aus dem Haus rausgekommen. Wenn immer wieder Gegner kamen und nachladen. Wow, Gegner. Ja, ich habe irgendwas da links gehört. Das Zuklappen vom Laptop. So, haben wir dich doch. Rachkill. Geschütz. Geschütz, Geschütz. Da steht's. Wunderbar. Der ist dahinter. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Ich hab's doch gewusst. Scheiß Camper immer. Ich sollte vielleicht mal gleich gucken, was meine Abgefähren sind. Interessiert mich jetzt gerade ein bisschen. Weil wenigstens ein UAV hätte ich mal so lange kriegen können. Wenn ich ohne UAV spiele, dann ja. Keine Ahnung. Too many cheaters. Who cheats? Fragezeichen. Muss jetzt einfach sein. Ich weiß wahrscheinlich, meint er eh mich. Ich hab Zeugen. Ist er schon raus oder was? Na ja, gut. Der ist drum rum. Dann habe ich ihn nochmal. So, da haben wir einen. Gut. Das wird mein Fail nennen. Das war gerade echt hart. Ich das gerade nicht getroffen habe. Wie wenig ich das nur getroffen habe, sagen wir mal so. Aber eigentlich macht die Scar HF viel, viel Schaden. Dann haben wir auch noch Stopping Power drauf. Das hätte eigentlich. Knife. Ha. DK. Manchmal rennt es echt einfach in den Arsch. Huiuiui. Übrigens, was ich festgestellt habe für mich. Ich kann nicht sagen, dass es bei irgendjemand anders auch funktioniert. Aber was bei mir funktioniert, ist, dass sobald ich eine geringere Maus-Sensitivität einstelle. Man braucht dafür leider auch viel Platz für die Maus, also Mauspad-mäßig. Also weil ich eine geringe Maus-Sensitivität bei mir einstelle, ist es so, dass ich in gewissen Situationen um einiges ruhiger reagiere. Oh, Moment. Ich setze mal kurz das Headset ab, Jungs. Wie man sagen würde. So. Und weiter geht's. Spielen wir noch eine Runde? 39. Kann ich noch sehen lassen. Ja, ich würde mal sagen, ja, ich spiele noch eine Runde. So, nee, nicht Farmers, Scar Age. Was suche ich denn jetzt drauf? Grenade Launcher, yay. Nee, soll ich mal F2000 spielen? Oder ACR? Oder M16? Oder FAL? Oder TAR? Farmers, M4? Ich mach's mal. Oder spiele ich mal Intervention?
weiß es nicht. Nee, ich werde mal die F2. Oh, ich habe gar keine Killstreaks dabei. Aha. Na gut, da habe ich wenigstens Harrier und Predator dabei. Das ist aber wenigstens etwas. Ja, kein Wunder, dass ich keine Killstreaks kriege. Ich habe die ganze Zeit ohne Killstreaks gespielt. Respekt. Aber die ersten Gameplays kann man mir schon mal keinen Killstreak-Gebäsche vorwerfen. Das ist schon mal etwas, finde ich jetzt. Mir fehlt jetzt noch irgendwie die UAV. Mit zwei vielleicht einen 5er Killstreak hinkriege oder einen 7er. So. Ich würde mal dazu nur eins sagen. Versuchen wir es. Schön. Haben wir schon mal einen? Ah, jetzt haben wir wieder eine Waffe mit einem etwas größeren Magazin. Das ist ein größeres Magazin. Also Zeitschriftmagazin, meine ich jetzt. Falls einer das Wortspiel jetzt verstanden hat. Außer mir. Meine Gedankengänge muss man unbedingt verstehen. Die sind nämlich total, teilweise total schwachsinnig. Ich würde mir das erst mal gesagt. Kick him. Ja, tu das. Ich glaube, die Kick-Funktion wurde aus für die, das Lobby-System rausgeschmissen aus dem. Ich glaube, dass ich gekickt werde. Fände ich aber überhaupt nicht toll. Moment, ich schreibe jetzt mal ganz gemein was. This gameplay comes on YouTube with live commentary. Zwinker. Ich hoffe, das kommt mir gar nicht halbwegs vertreten, weil ich die gerade gesehen habe. Wow! Tada, tot. Schreibt er nice. Oh. Oh, picking a new host. Wunderbra. Übrigens die F2000, ich weiß nicht, in der letzten Zeit mag ich die Waffe irgendwie sehr gerne eigentlich. Schnell nochmal einen Schluck trinken. Irgendwie nutze ich, wenn ich zocke, jede Gelegenheit zum Trinken aus. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit meinen Killstreaks, das wurde nicht übernommen. So. Oh, Claymore. Will ich nicht. Machen wir kaputt. Wenigstens ist das kein Camper mit der Claymore, der dann auch irgendwo dahinter hockt, sondern... Ah! Hätte schneifen sollen. Hätte ich schneifen sollen. Mein erster Tod, schade. Hier oben ist doch einer. Das höre ich doch ganz... Ich höre dich ganz genau, mein Freund. Sag ich doch. Ich sag nur eins. Gutes Headset ist, wichtig. Ein für Freefall und Search and Destroy, den habe ich natürlich nicht gehört. Das ist, ich muss das Game mal lauter machen, weil sonst ich höre die ganze Zeit nicht beim Labern. Und wenn ich mich nicht mal beim Labern höre, wahrscheinlich schon da schreie, ist ja egal. Aber so höre ich wenigstens wieder was. Ich mach mein Trommelfell kaputt. Und so muss das meiner Meinung nach. Nee. Hier ist keine. Ich habe irgendwas gehört gerade. Jo, hier links kommt was. Pre-Fire, Headshot, etc. Hinter mir kommt was. Hier ist einer. Definitiv. Moment, wo ist er? Da ist er. Da kommt er. Ha! Boah. Ich will mal ganz ehrlich sagen. Max Knowledge oder so. Ich weiß schon, ich drück schon Messern, bevor sie um die Ecke kommen. Da kommt schon wieder einer. Ja, okay, ich merke gerade, dass die Waffe aus der Hüfte ziemlich für einen Arsch ist. Und spielt immer noch ohne Killstreaks. Also wir sind eigentlich irgendwo auch, wo ich mal zu sagen würde, wir gebühren noch ein bisschen Respekt. Ein bisschen. Nicht sehr wenig. Wow, Predator. Der ist da runtergejumpt. Falls keiner. Der ist wahrscheinlich von der Predator tot oder was auch immer. Mir fällt gerade auf, ich habe mich noch gar nicht in dem Feld da vorne. Wow, auf.
der Map gerade aufgehalten und ich bin gerade ordentlich am Verkacken. Yay. Entschuldigung. Wow, wow, wow. Da oben ist einer. Ich habe gedacht, er wäre tot. Also Harry ist von der Schöne und fliegt das raus. Wenn man sagen muss, das Schöne am Plünderer ist ja, dass man die ganze Zeit auch volle Granaten wieder hat. Wenn die auch alle ohne Ninja spielen. Also Ninja Pro. Oh, da ist ja einer. Hab ich ja vollkommen ignoriert. Ich muss dazu sagen, ich muss hier gerade meine Maus fast durch die Gegend schmeißen. Um mich zu drehen. Ist echt ein bisschen sehr niedrig jetzt. Hab ich auch gehört. Den auch. Das Spaß. Ach ja, und eine Hexe. Mann, sind die schlecht. Hust. Ich bin nicht Erster. Ich habe schon gesehen. Ja! Hilfe! Stirb! Hätten wir den doch auch erledigt. Irgendwie kommen die hier nicht mehr hin, oder? So viel habe ich das Gefühl. Wenn ich gemerkt, dass ich... Oh, ich bin gerade die ganze Zeit den Ersten am Töten. Hä? Die arme Sau. Sprayer. Das ist schade, das geht mit der F2000 quasi gar nicht. Dafür hat die Reise viel zu viel. Ich bin 2 Kills im Rückstand. Das ist doch echt peinlich. Ich bin mit dem Ersten gleich auf, also der Erste und ich sind gleich auf, also der Erste, der Zweite, also, ihr wisst, was ich meine. Gleich viele Punkte, jetzt nicht mehr. Jetzt werden führen. Da habe ich ihn doch. Schon wieder gleich viele Punkte. Das ist echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier, ey. So. So. Da hat gerade geleckt. Ah. Es geht mit dem Knife. Oder leckt sie gerade einfach oder was ist los? Da haben wir schon die Raketen ins Haus gepfeffert. Das ist überhaupt nicht höflich. Hier ist einer drin. Da ist er. Ja, schreiben wir mal. GG. ...39 schon wieder. Schon wieder ohne Case-Reaks. Finde ich persönlich ganz akzeptabel. So. Bye bye, guys. Ich würde mal sagen, das war's dann jetzt auch. Mal wieder. 3 Gameplays, mal wieder aufgenommen. Und live kommentiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Tschüss.